Ich treffe Sandra Navidi an der Wall Street. In ihrem neuen Buch beschreibt die Finanzexpertin, was aus ihrer Sicht in den USA geschehen wird, wenn Donald Trump wiedergewählt wird. Auch wenn sie mit Sorge in die Zukunft blickt, sie liebt das Land und die Menschen. Wenn wir uns Amerika anschauen, dann sagen sie ja, es gibt so drei Haupteigenschaften der Amerikaner, die eben eigentlich auch genau dieses System begünstigen. Welche wären das? Die Amerikaner wachsen auf mit dem Bewusstsein, dass sie aus einer außergewöhnlichen Nation kommen. Das heißt, Exzeptionalismus, das ist in der DNA. Und natürlich, wenn man aufwächst in dem Bewusstsein, ich bin was Besonderes, alle um mich herum sind dem Rest der Welt überlegen, dann trägt das natürlich auch zum individuellen Selbstbewusstsein mit bei. Dann der ausgeprägte Individualismus, also es zählt nicht die Gemeinschaft, sondern es zählt der Einzelne. Wir sind als Auswanderer hierher gekommen, um uns zu verwirklichen, wobei dieser Individualismus so in den 60er, 70er, 80er Jahren noch mal hier stärker geworden ist, auch durch Kommerzialisierung. Und dann die Meritokratie, also die angebliche Lehre oder die Lehre, dass hier angeblich alles auf Leistung beruht und dass es damit gerecht ist. Und ich finde, das ist ein bisschen auch eine Geißel der Kultur, weil wenn man sagt, wenn du nicht aufsteigst, wenn du keine Karriere machst, wenn du kein Geld machst, dann ist das deine eigene Schuld, weil du hast ja alle Chancen hier. Da kann man damit die Leute auch klein halten, weil sie dann stets den Fehler bei sich suchen und nicht beim System. Sie haben das Project 2025 angesprochen. Können Sie das kurz noch umreißen? Ich meine, dort sieht man ja wirklich, wie eigentlich tapfer die Leute um ihn herum planen, das Ganze, also ein bisschen das politische System total zu verändern. Ja, das Project 2025 wurde ausgearbeitet von verschiedenen republikanischen Denkfabriken, federführend von der Heritage Foundation. Und da geht es darum, den Staatsapparat komplett zu entkernen und 50.000 Beamte zum Beispiel direkt komplett auszutauschen gegen Loyalisten. Und für diesen Zweck haben sie beispielsweise ein LinkedIn für Republikaner eingeführt, wo man sich jetzt schon bewerben kann, damit sie dann die Menschen auch haben, um diese Plätze mit eben Loyalisten zu besetzen. Und Behörden wie Justizministerium, Innenministerium, Energieministerium, Bildungsministerium, die sollen alle abgeschafft werden. Also wenn man sich das mal anschaut, was da alles aufgeführt ist, ist absolut schockierend. Aber deswegen kommen sie auch damit durch, weil das ist alles im Licht der Öffentlichkeit. Aber wenn man jetzt das alles hört, da denkt man, die Demokraten müssen ja auf das reagieren. Die Demokraten können sich nicht verkaufen und sie können Politik nicht so gut wie die Republikaner. Die Republikaner haben den Killerinstinkt und ihre Superpower ist ihre absolute Schamlosigkeit. Und damit, weil sie nicht innerhalb der Regeln spielen, purzeln sie alles um. Die Demokraten verstehen es nicht, obwohl sie inhaltlich sind sehr gut im Parteiprogramm entwickeln und das auch durchzusetzen in die Praxis. Unsere Wirtschaft feuert aus allen Zylindern. Wir haben rekordtiefe Arbeitslosigkeit. Die Börsen sind auf Höchstständen. Die Inflation sinkt. Also nach allen Metriken funktioniert die Wirtschaft. Aber die Menschen sehen im Wesentlichen, die meisten jedenfalls, nur, dass das Leben heute teurer ist als vor 3 Jahren. Sie sind ja viel auch um reiche, einflussreiche Menschen. Was erleben Sie denn so an Soundbites, an Selbstverständnis dieser, würde ich jetzt mal sagen, amerikanischen Elite? Die meisten meiner Bekannten und Kollegen, mit denen ich arbeite, sind eher demokratisch. Ich kenne ein paar republikanische natürlich, vor allen Dingen im Job. Und viele haben sich gewandelt nach Charlottesville, wo Donald Trump gleichgesetzt hat, Rechtsradikale und Protestierende. Und vor allen Dingen auch nach der Kapitolerstürmung haben sie sich distanziert von Donald Trump. Und jetzt schwenken sie langsam mal ein bisschen wieder um und sie sagen, ja, der ist schrecklich und der ist ungebildet, ein Lügner, ein Betrüger. Aber Biden ist schlimmer. Wir brauchen Donald Trump, damit er unsere Politik umsetzt. Das heißt Steuersenkungen und Deregulierung. Der Spiegel hat mal geschrieben, dass Sie eine von Trumps schärfsten Kritikerinnen sind. Was heißt das jetzt für Sie, wenn er gewählt wird? Was ich sagen kann, ist, dass von Anbeginn der Trump-Administration ich gefragt worden bin auf beiden Seiten des Atlantiks. Und ich bin ja nicht Journalistin, aber ich äußere mich halt öffentlich, analysiere das Geschehen. Hast du keine Angst? Das fand ich sehr aufschlussreich, dass es von beiden Seiten kam. Und tatsächlich, wenn man einreist, dann macht man sich schon Gedanken. Googelt er jetzt ein, ist das ein Trump-Fan? Also ich glaube, dass die Sorge ist, dass dann Willkür herrscht.
und ein Unterdrückungsklima, wie das eben in autoritäreren Regimes der Fall ist, wie zum Beispiel in Ungarn. Dass die Presse mehr an die Kandare genommen wird, das sehen wir jetzt in Italien auch. Das sind alles so Dinge, die konnte man sich vorher nicht vorstellen. Für viele ist ja Amerika die Bastion der Demokratie. Man glaubt ja auch daran, dass die Check and Balances funktionieren, dass die da immer noch stark genug sind. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass was passiert. Ist die Demokratie in Amerika in Gefahr? Die Demokratie in Amerika ist in Gefahr, denn die Checks and Balances sind immer nur so gut wie die Menschen, die dahinter stehen. Das ist kein perfektes System. Und ich habe schon vor der letzten Präsidentschaftswahl gewarnt vor einem militärischen Coup, vor einer gewaltsamen Übernahme. Das ist zum Teil auch von deutschen Politikern abgetan worden. Niemand wollte das glauben. Und kurze Zeit später passierte der 6. Januar, und das hat sich auch herausgestellt. Es haben einige Generäle jetzt gesagt, dass Donald Trump tatsächlich einen Militärputsch ins Auge gefasst hat. Also mit anderen Worten, die Katastrophe so schlimm machen, den Aufstand am Kapitol, dass er die Berechtigung gehabt hätte, das Militär auf die Straße zu schicken. Glauben Sie also, das wird total unterschätzt, die Gefahr, die von Donald Trump ausgeht? Ich glaube, die Gefahr wird total unterschätzt, weil die Menschen sich das nicht vorstellen können und nicht wollen. Und insbesondere auch in Deutschland mit unserer Geschichte. Glauben Sie, es könnte einen Bürgerkrieg geben in den Staaten? Also ich glaube auch natürlich, wir werden keinen Zwei-Fronten-Krieg sehen. Aber wir werden, und das haben wir in letzter Zeit leider schon gesehen, und das könnte auch zunehmen, punktueller Ausbruch von Gewalt, die eskaliert.